Ja, wir sind auch schon beim Sideboarden. Ich meine noch zu Ihnen, dass wir nichts weiter gesehen haben, sondern zwei ja, Fauna-Schamanen. Das sagt jetzt nicht so viel aus. Die Frage ist, du sagst, manchmal ist es schlimm. Ja, er möchte gerade, dass ich für ihn bei eBay biete. Schaffen wir jetzt nicht, wir wollen hier das Spiel spielen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was er richtig spielt. Auf jeden Fall Kontrolle. Wir lassen das einfach mal so und beziehungsweise, ja, ich denke mal, ein Burst mehr spielen kann vielleicht schon Sinn machen. Ein Vampir raus. Ihr seht schon, ich würde die eigentlich recht gerne raus. Und ja, er fängt an zu spielen. Und das sieht ganz solide aus. Das keepen wir natürlich. Und ja. Wall. Hawk. Ja, den spielt er wahrscheinlich Band. Da gibt es wirklich interessante Listen. Ich habe noch nicht die neuesten States angeschaut, ob die dort erfolgreich waren oder so, aber sehen auf jeden Fall spaßig aus. Wirklich schöner Fauna-Schaman, Toolbox und also Potenzial haben auf jeden Fall diese Decks schon. Und mit Vengevines und alles, was halt dazugehört. Ja, da kommt doch schon eine Lotus-Cobra. Ich bin einfach an der Stelle mal dafür anzugreifen und mal gucken, ob er ja Jump blockt. Ja, macht er natürlich nicht, schade. Wäre aber cool gewesen. Ich will an der Stelle nicht dafür das Land zu legen, sondern lediglich den ja den Pulstracker und mit dem Burst die Kobra zu töten. Hier kommt der nächste Hawk. Okay. Ja, das ist natürlich wirklich blöd. Ich kenne das Ganze. Manchmal hasse ich es. Ja, Kadastria raus und dann saugen wir. Ah ja, stimmt, die hat er sich schon zwei schon abgezogen. Manchmal übersieht man's. Ja, bei sowas muss man ein bisschen aufpassen. Wir spielen hier gerade nicht ganz korrekt. Aber naja, das ist wirklich schade. Das ist nicht gerade ein spannendes Spiel. Wir verlieren gar kein Leben mehr. Und
geht auf 5 runter. Der Stelle ist es eigentlich schon das GG. Selbst ein Day würde ihn jetzt nicht mehr retten. Aha. Klon, Gideon, Bandslayer. Ja, das stimmt schon. Der Gideon wäre hart gewesen. Auch Bandslayer. Aber das haben wir gewonnen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auch im Finale wieder. Und ich hoffe doch, dass wir in der Zeit wissen, ob es Philipp schafft, Top 8 zu sein. Ne? Ich drücke ihm weiter die Daumen.